Servus, grüß Gott, liebe Leute und auch guten Tag zu einer neuen Folge wieder mal Odyssey im Auftrag des Königs 2.6.2, auch mit einigen Fehlern, die behoben worden sind. Die sind hier auch schon wieder weg radiert, sage ich jetzt mal. Und jetzt knacken wir mal hier die Truhe. Ich grüße euch und bedanke mich auch schon mal, dass ihr so fleißig Kommentare geschrieben habt. Also die, die mir immer schön aufmerksam zugucken. Das ermutigt natürlich. Ich frage mich, ob ich hier reinkomme. Ob man hier reinkommt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da fehlt mal wieder ein Schlüssel. Mhm. Aber hier ist noch ein Bergkristall. Ne? In der Kiste. Ein Bergkristall. Auf Holz. Na, wie logisch ist das denn? Na, vielleicht hat ihn ja einer verloren, man weiß es nicht. Ja, wir sind jetzt hier im Pass gewesen. Und ich meine, dass auch jetzt die restlichen Orks hier weg sind. Die haben wir ja hier verputzt. Und Lord André muss ja Bescheid wissen, dass hier, ob der Pass begehbar ist oder nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich denn wieder mal, genau, richtig, dorthin teleportiere nach Andrechen. Nein, du sollst hier den Zauber wegstecken und nicht springen. So, schauen wir mal, ob der André jetzt was sagt. Hallo André. Du kannst jetzt aufhören zu essen. Wir müssen Präsenz zeigen. Oh, also geh jedes und hol Mal deine Rüstung. Das Gleiche. Oh, wo ist meine Büchse? Buchse. So, André. Jetzt bin ich hoffentlich präsenter für dich. Ja, der Weg zum Minental ist versperrt. Aha. Ich konnte die Orkwache zwar beseitigen, doch ist der Weg zum Minental versperrt. Dann kann man nichts machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schlauer. Du hast uns trotzdem sehr geholfen. Hier, nimm dieses Gold als Belohnung. Aha. Naja, das war eine tolle Aussage, aber die Orks wurden ja geschwächt. Die Orks wurden erheblich geschwächt. Ach du Scheiße. Es muss nur noch die Belagerung von Onas Hof beendet werden. Und natürlich irgendwann die Stadt befreit werden. Bevor wir daran denken können, müssen wir erst mehr Waffen haben. Auch das Als wir fluchtartig die Stadt verlassen haben, konnten wir nicht genug mitnehmen. Wie viel Waffen benötigt ihr? Wenigstens 5 Waffenbündel. Und woher könnte ich diese bekommen? In den Türmen der Stadt gäbe es genug, sofern sie die Orks nicht an sich genommen haben. Okay. Doch wie sollst du nur in die Stadt kommen? Aber Moment. Da fällt mir dieser verrückte Maler ein, der sich bei Bengars Hof aufhält und von den Orks seltsamerweise in Ruhe gelassen wird. Als mir das unser Kundschafter Hackard berichtete, wollte ich es zuerst nicht glauben. Es scheint aber wirklich wahr zu sein, dass dieser Mann für die Orks tabu ist. Es wäre daher möglich, dass der Maler unbehelligt in die Stadt kann. Du solltest mit ihm jedenfalls sprechen. Wenn du es aber tust, solltest du ihm nicht gleich sagen, was du von ihm willst. Schließlich wissen wir nicht, ob er mit den Orks im Bunde ist. Er könnte ja auch ihr Spion sein. Es wäre auch gut, ein paar Pulversäcke zu haben. Ich denke, 5 sollten reichen. Und wo finde ich welche? Sieh dich mal in den Türmen des Stadttores, das zur Oberstadt führt, um. Da sollst du fündig werden. Bevor ich es vergesse, hier hast du die Schlüssel zu den Türmen. Ach, deswegen so viele Schlüssel. Okay, dann speichern wir mal ab. Ja, den Maler hatte ich mal in einer meiner älteren Folgen bin ich begegnet. Und ich glaube, hier in der neuen Geschichte, also in der 2.6er-Version, habe ich ihn noch gar nicht angesprochen gehabt, weiß ich nicht. Ich habe mir aber, liebe Leute, einen Plan zurechtgelegt. Und zwar, gucken wir doch erstmal hier, Waffen aus der Stadt, das ist klar, das ist das, was unser André uns gesagt hat. Der Maler, okay, da sollten wir hingehen, Zugang zum Minental. Das ist jetzt eigentlich noch in der Pipeline. Xardas Beschwörungsbücher, okay. Doch was ich ganz gerne machen möchte, ist Folgendes. Der Babbo, der wird ja noch von Pyroka vermisst. Moment, wo war denn das nochmal? Das war nämlich der verschollene Novize. Pyroka vermisst den Novizen Babbo, der Zutaten zur Herstellung von Spruchrollen für ihn besorgen sollte. Bisher ist er nicht zurückgekehrt. Aber wir wissen, wo Babbo ist, und zwar in der Nähe der Taverne. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich muss meine Runen mal wieder ein bisschen sortieren. Schauen wir mal. Ich weiß, dass ich eine Runentaverne habe. Großbauer, nein, eine Tavernenrune, oder? Habe ich die? Nee, habe ich nicht. Doch, da ohne.
Taverne, da ist er. Die werde ich mal eben nutzen. Dann gucken wir mal. Weiß doch, ich habe die da extra getestet. Um zu gucken, ob da nicht irgendwie mich gleich einer angreift. So, jetzt muss ich mich mal reorientieren. Der Babbo dürfte hier mit Kavallon rumhocken. So. Dann schauen wir mal. Wo ist der Babbo? Der Babbo, der Babbo, der Babbo. Der Babbo ist hier. Sag mal, du bist doch bestimmt der Novize. Sag mal, du bist doch bestimmt der Novize, den Meister Pyroka losgeschickt hat, um Zutaten zu besorgen. Ja, der bin ich. Aber halt, sag bloß, du hast es geschafft, ins Kloster zu kommen. Natürlich, warum nicht? Aber da wimmelt es doch von Orks. Orks? Kein Problem für mich. Na, wenn du es sagst. Konntest du eigentlich deinen Auftrag erfüllen? Nein, leider nicht. Kaum war ich draußen, musste ich mich schon vor den Orks oder irgendwelchen Monstern verstecken. Na schön. Du kannst zurück ins Kloster gehen. Ich werde jetzt deinen Auftrag übernehmen. Aha. Na, von mir aus gerne. Zurückkehren kann ich allerdings noch nicht. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Na, zum einen wegen der Orks, die vor dem Kloster lungern. Und zum nicht anderen mehr. Wegen meinem Keuchterbuch, was ich verloren habe. Es gehört Meister Palan. Ohne das Buch darf ich auf keinen Fall ins Kloster zurückkehren. Sonst wird mich Meister Palan für den Verlust seines kostbaren Buches bestrafen. Wo hast du denn das Buch verloren? Hinter der Taverne führt ein Weg zu einer Anhöhe, wo man eine gute Aussicht auf die Stadt hat. Es gibt dort eine ausgebrannte Hütte, wo ich nach Kohle suchen wollte. Leider gibt es dort aber auch einige Warane. Da irgendwo muss ich das Buch verloren haben. Aha. Aha, aha, aha. Speichern. So, dann gucken wir doch mal. Das verlorene Kräuterbuch von Parlan. So, Kräuterbrücke hinter der Taverne führt einen Weg zu einer Anhöhe, wo es eine ausgebrannte Hütte gibt. Eine ausgebrannte Hütte. Mhm, okay, kann passieren. Und einige Warane gibt dort, soll das Buch zu finden sein. Hinter der Taverne. Ja, die Taverne. Dann gucken wir doch mal, ob wir das Buch finden. Hinter der Taverne. Lalalala. Hinter der Taverne. Ein Weg zu einer Anhöhe. Jetzt müsste man mal gucken, was heißt denn hier hinter. Also es gibt ja zwei Eingänge bei der Taverne. Einmal den vorderen hier, dann irgendwie so einen seitlichen. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, ja. Aber was könnte hier hinter der Taverne sein? Anhöhe. Ein Weg. Ist das hier? Okay, das ist ja der Weg zum Kloster. Naja, speichern wir nochmal. Hinter der Taverne gibt es einen Weg zu einer Anhöhe. Dann, das ist mir jetzt ein bisschen zu weit, nach meinem Gefühl. Da oben ist es auch sehr hoch, aber ich denke mal, ich bin dann zu weit weg von der Taverne. Dann überlege ich mir, ob ich das Ganze nicht ein bisschen halt eben überspringe. Wenn ich dann die Anhöhe gefunden habe und mir sicher bin, dann schalte ich mich wieder ein. Also bis dahin. Mal ein kleines Zwischenfazit. Hier befinde ich mich auf einer Anhöhe. Da liegt da hinten irgendwo ein toter Wegelagerer. Hier ist ein Lagerfeuer und hier kann ich gut auf die Stadt gucken. Und hier ist diese Brücke. Ne? Also da habe ich auch den ganzen Bereich abgesucht. Also, da hinten rum, da wo du dann auf den Bauernhof gucken kannst, nix, kein Buch, keine Warane. Ich bin jetzt echt am Verzweifeln. Ich suche aber noch trotzdem nochmal weiter und wenn ich da nicht fündig werde, und hier ist die Taverne übrigens. Und wenn ich nicht fündig werde, ich befinde mich, gucken wir mal, genau hier. Vielleicht kann mir einer sagen, wo die Anhöhe ist, falls ich sie dann jetzt nochmal beim zweiten Suchen nicht finden sollte. Also bis dahin melde ich mich wieder. Ja, ich befinde mich hier in der Nähe von diesem Kuppelgebäude vor dem Kloster und bin dann mal hier hoch. Aber außer Feuerkraut und einem Baumstamm konnte ich auch hier nichts finden. Also kein Buch, keine Warane. Außerdem ist es doch ein bisschen abwegig, weil ich nämlich hier nicht auf
Wegesgründen hier hochgelangt bin. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ja, da, wo ich die erste Zwischenbilanz gemacht habe. Nun, das ist ja nicht so schlimm. Dann müssen wir halt eben Bobos Geschichte mal verlagern, nachdem ich doch einen guten, zielführenden Hinweis von euch bekommen habe. Wäre cool. Das wäre echt gut, weil hier ist ja die Taverne und woanders habe ich hier nichts gefunden. Dann schauen wir mal nach, was es in der Sternwarte gibt, nachdem ich die passende Rune geholt habe. Entweder ist es die hier, genau richtig. Stopp. Nicht laufen. Überbeamen zur Sternwarte. Weil Alain Dufour mir gesagt hat, ich sollte doch mal meine Lernpunkte bei Seiya ein bisschen verbessern. Und zwar zweiten und dritten Magiekreis, damit ich Spruchrollen herstellen kann. Schauen wir mal. Weil ich habe ja 70 Stärke, Geschick und 50 Lernpunkte. Magiekreis, erster Kreis. Das sehen wir ja jetzt. Und hier in diesem dritten Kapitel sei also wirklich Seiya der einzige Magier, den man hier noch Magie abknüpfen kann. Danke, Ranke. Geh mal hoch. Und Taris hat mir noch geschrieben, in der Sternwarte könnten noch viele Hebel da sein. Und schauen wir dann so nebenbei, ob es denn noch Hebelches gibt. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo dieser Seiyan ist, weil doch das hier ganz ziemlich wieder mal für mich durcheinander ist. Und die Truhen werde ich alle schon geknackt haben. Schauen wir mal, wo der Seiyan sein kann. Moment mal. Ich glaube, ich bin ganz in der Nähe von Seiyan. Da ist er ja. Der liest. Ja, das könnte gut sein. Also, werde ich mal speichern. Meister Seiyan, bringe mir was bei. Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Ich will meine magische Kraft steigern. Handeln, es wäre gewagt. Okay. Was kann man denn eigentlich bei Zauberlernen lernen? Feuerpfeil, okay, Licht, leichte Wunden heilen kosten 5, Blitz kosten 3. So wie ich das denke, ist es, dass man dann die Schriftrollen für schreiben kann. So, dann werden wir mal den zweiten Kreis. Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Du kannst jetzt die Formeln der Zaubersprüche lernen. Sehr schön. Er kann es. Was jetzt? Wenn ich denn, Moment mal, hat mich das irgendwie was gekostet? Ja, 5 Lernpunkte, okay. Und was gibt's weiter? Moment mal, ich bin im zweiten Kreis. Hey du! Unterrichte mich Zauberlernen. Unterrichte mich. Dann würde ich das mal machen. Feuerball, 10 Lernkosten. Feuerpfeil, Schlaf, Windfaust, Licht, leichte Wunden heilen, Eispfeil, Blitz. Als Feuerball. Lerne Rune erschaffen. Aha. Ist auch wieder gut. Feuerfall, Schlafkosten. Nee, ersetzt das letzte Blitz. Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht so verschwenderisch sein. Weil ich habe ja jetzt nur noch 35. Lerne Rune erschaffen. Da gucken wir mal unter allgemeine Intus, das Herstellen von Spruchrollen. Ja. Und dann können wir hier gleich nachgucken. Um eine Rune zu erschaffen, benötige ich neben der Spruchrolle des gewünschten Spruches für jede Rune unterschiedliche Zutaten. Mit diesen Zutaten ist ein Runenrohling. Wo findet man die? Kann ich dann eine gewünschte Rune am Runentisch erschaffen? Eine Spruchrolle hingegen kann ich mit denselben Zutaten am Schreibpult erstellen. Okay. Zutaten für die Rune und Spruchrolle ist Feuerball ist einmal Pech. Naja, das ist ein Glück für uns, ne? Ja, und der zweite Mal. Ne, den zweiten Kreis haben wir ja. Aber was ist mit dem dritten Kreis, so wie es mir empfohlen worden ist, geht wohl hier noch nicht. Warum noch nicht? Frage ich mich. Guck mal, gibt es hier ein Schreibpult? Nicht hängen bleiben. Das ist eine Buchkommode. Irgendwo war doch noch ein Schreibpult. Ne, das ist eine Buchkommode, ne? Ich habe jede Menge leere Blätter. Das ist der sechste Kreis. Okay. Rune erschaffen. Nee, das bringt. Was hat er denn hier für ein Pult? Das ist nur so ein Lesepult. Okay.
Jetzt befinden wir uns an einem Schreibpult und wir können jetzt sozusagen mal ausprobieren, Spruchrollen schreiben. Da klappt's doch. 10-mal Feuerball oder 1-mal Feuerball? Stopp mal, wie viel Pech habe ich eigentlich? Habe ich 10-mal Pech oder wie ist das? Hier ist Pech, ja, das hatte ich schon mal vorgeprüft, das ist klar, aber das ist nur eine. Das ist nur 1-mal Pech. Ich mache mal einen Feuerball, einen einzigen. So, Feuerball gemacht. So, Spruchrolle hergestellt. Spruchrolle ist hergestellt und ist Feuerpfeil, Feuerball. Genau, hätte ich vorher nachgucken können, ob das nur 4 waren. Aber auf jeden Fall hat das schon mal zu Testzwecken hier geklappt. Weiter geht's nach einem kleinen Intermezzo. Jetzt habe ich mich mal wieder ganz nach oben begeben bei der Sternwarte. Und Tavis hatte recht. Ich habe schon mal hier Schalter gefunden. Die habe ich ja glatt übersehen in einer anderen Folge. Wieso steht hier nur rechts, obwohl ich 2 Schalter sehe? Drücken wir mal rechts. Das ist jetzt der linke Schalter. Da steht nichts. Moment mal, kann das sein, dass ich damit hier das Teleskop, die Position ändere? Jetzt habe ich nicht geguckt. So, dreh dich mal schnell um. Moment mal. Ja, achso, Moment. Jetzt steht das Teleskop in Osten. Jetzt steht es südöstlich. Oh, Leute, wieso habe ich das vorher nicht gewusst? Okay, pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir wieder auf den nicht beschrifteten Linksschalter, dann dürfte er wieder auf Osten stehen. Exactement. Ah, das sieht gut aus. Pass mal auf, ich mache mal Folgendes. Ich werde mal alle Positionen hier durchprobieren. Gucken wir mal jetzt in östlicher Richtung. Vielleicht passiert ja was. Kann ich durchgucken. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder nach links rüber. Dann haben wir hier nordöstlich. Ne? Ja, genau. Oh! Nee, das ist das Gleiche. Das breche ich mal ab. Jetzt gucken wir mal Richtung Norden. Ne, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte jetzt er hier genau nördliche Richtung zeigen. Also das ist natürlich ein Gimmick, ne? Also Norden gucken. Ja, außer dass er wieder die gleiche Sequenz abgespielt hat in Norden. Auch nichts Neues. Habe ich weggelassen. So, jetzt gucken wir mal Richtung Nordwest. Auch hier gucken wir mal. Gibt's was Neues? Nein. Auch hier nichts Neues gewesen. Wo bleibst du denn? So, also nochmal hier hin. Das war jetzt Nordwesten, jetzt eindeutig Westen. Das heißt ja immer Sternwarte, blub und blä. Okay, im Westen gibt es nichts zu sehen, so wie das aussieht. Oder? Nein, hier triggert sich nichts. Nochmal. So, dann sind wir schon fast einmal rum. Also. Ah, er dreht sich. Jetzt sieht man ihn endlich mal drehen. So. Und jetzt Südwesten. Nix. Nochmal. Hä? Das ist jetzt Süden. Gucken. Okay, auch nix. Südosten, ich glaube, jetzt sind wir durch, ne? Genau, richtig. Jetzt sind wir, wenn wir wieder einmal drehen, ich glaube, dann sind wir einmal rum. Okay, jetzt sind wir einmal rum. Ja, ich musste hier einen Übergang machen, weil sich das wiederholt hat mit der Geschichte zum Reingucken.
Und wenn wir mal ins Logbuch schauen, da steht nämlich für die Sternwarte: Ich habe durch das Teleskop gesehen, außer meinem wunderschönen Stern ist klar. Ein Fachmann könnte mir sicher mehr sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dieser Fachmann? Das muss ja wohl ein Astronom sein, aber hat sich mir noch nicht erschlossen, wer der Astronom ist. Gut, dann werden wir weiter intermezieren. Ja, da habe ich mich mal eben hier in die Katakomben mitten in dieser Halle mich hingesetzt und sinniert und gegrübelt und geguckt, ob es noch Schalter gibt. Und ich bin doch tatsächlich fündig geworden, ohne dick zu werden. Und zwar, hier gibt es einen Schalter. Haha. Witzig! Was soll denn das? Ah ja, okay. Ja, da unten bin ich nämlich hergekommen. Da war ich doch schon. Das weiß ich. Bin ich doch hergekommen. Verstehe ich nicht. Gut, okay, habe ich das in einer anderen Folge schon erledigt. Bis dahin gucke ich nochmal weiter nach Schaltern. Ach, Taris sei Dank. Ja, er hat gesagt, hier an dieser Tür gibt es einen Schalter. Nein, falsch. Es gibt Schalter. Aber da habe ich mir gedacht, ach, hier liegt Kohle rum. Die habe ich auch noch übersehen, meine Fresse. Und dann habe ich mal geguckt, wo gibt's denn hier Schalter? Da habe ich mir gedacht, ja hier, pff, logisch, stand ich doch eben davor. Hier ist ein Schalter, den drücken wir mal. Hier ist so, tinki, genau richtig, alles klar, sind wir hier rausgekommen. So einfach ist das. Falls es noch mehr Schalter gibt, sag Bescheid, Taris. Danke, Grüße gehen raus. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, dann werden wir doch mal zum Maler rüberspringen, der sich bei Bengas Hof befindet. Den habe ich ja noch gar nicht getroffen. Also in dieser Geschichte hier. Das heißt, gucken wir mal nach der speziellen Rune, damit wir in die Nähe hinkommen. Ist das natürlich die Großbauer? Nein. Tavernenrune müsste das wieder sein. Batsch. So. Und zücken wir die mal. Ach Mann, falsch. Warum? Fackel aufheben, Inventar, Fackel drücken nochmal. Wo ist sie denn? Da. Ich habe ja nur noch 5. So. Und jetzt. Taverne. So, und dann können wir wieder die Fackel anmachen. Was jetzt passiert? Was denn jetzt passiert? Wieso? Was ist denn los? So, ich befinde mich jetzt mal hier in Seans Schlafgemach, um mal mich hinzulegen. Denn ich bin der Meinung, dass die Söldner, die eben auf mich geschossen haben, so ganz überraschend, mitten in der Nacht, dass das tagesabhängig ist, da werde ich erstmal speichern, bevor ich mich hier zur Taverne begebe. Jawohl. Achtung, jetzt bin ich gespannt. Okay, das war nur tagesabhängig. Oh yeah. Also, runter zum Maler. Maler. Der ist ja bei Bengas Hof. Da war doch was. Irgendwo Damala. Da ist Damala. Wird sogar angezeigt. Sehr gut. Ja, bin ich mal gespannt, was der Maler so zu malen hat. Oh, schönes Bild. Kann man gut sehen. Hallo Maler. Ach, Jack, guck mal. Hey du. Was machst du denn hier? Siehst du das denn nicht? Ich male ein Bild. Ein Bild? Hier mitten unter den Orks? Ja, wie du siehst. Sei willkommen. Mein Name ist übrigens Giacomo. Man nennt mich auch Meister Giacomo. Hallo. Aber sag mal, ist die Gegend nicht viel zu gefährlich, um ein Bild zu malen? Nun ja. Bis jetzt bin ich aber mit jeder Gefahr fertig geworden. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Roland. Ich bin ein Soldat des Königs und diene auf dem Kriegsschiff Albatros. So. Du kommst von einem Kriegsschiff? Ein Schiff würde ich auch gerne malen. Wo liegt das Schiff denn? Im Hafen von Korinis? Nein, es ankert wegen den Orks weiter von der Küste entfernt. Na, da kann man nichts machen. Schade. Warte mal. Aha. Du hast nicht zufällig Zeichenpapier dabei? Doch, habe ich. Papier? Nein. Schade. Sehr Aha. schade. Ich benötige nämlich unbedingt Neues. Vielleicht kann ich dir ja etwas besorgen. Das wäre großartig.
Sonst kann ich nämlich nicht mehr weitermalen. Am besten besorgst du mir die Blätter beim Händler Errol. Er hat eigentlich immer etwas im Angebot. Okay, Papier haben wir. Warum Roland jetzt gesagt hat, nein, das ist nie so schlimm. Ich habe dir dein Papier besorgt. Sehr gut. Ich danke dir. Wenn du Lust hast, kannst du mich ja gerne nochmal besuchen. Ja, was malt er denn so? Ja, hier. Hafenviertel. Was malst du denn so? Nun, so ziemlich alles. Zurzeit überarbeite ich dieses Gasthaus aus Korenis. Ach so, aus Gasthaus. Ich male aber auch gerne Köpfe. Köpfe? Ja, Köpfe. Köpfe. Oder anders ausgedrückt, ich male Porträts. Vor einigen Wochen habe ich den interessantesten Kopf eines Fremden gesehen, den ich sofort skizzieren musste. Dieses Bild wurde so gut, dass es mehrere Leute von mir kaufen wollten. Du verkaufst also auch deine Bilder? Natürlich. Schließlich lebe ich davon. Da fällt mir gerade ein, dass ich noch 3 Bilder verkaufen wollte. Leider aber komme ich hier nicht weg. Ich könnte ja diesen Verkauf für dich tätigen. Das heißt, wenn ich dafür anständig entlohnt werde. Warum nicht? Für jedes Bild bekomme ich 150 Goldmünzen. Davon solltest du jeweils 50 erhalten. Bist du damit einverstanden? Ja, abgemacht. An wen gehen die Bilder? Zunächst an den Statthalter Larius. Seitdem aber Korenis von den Orks erobert wurde, kann ich dir nicht mehr sagen, wo er zu finden ist. Ich werde ihn schon finden. An wen gehen die beiden anderen Bilder? Das zweite Bild geht an einen Mann namens Gregor, der in den Bergen lebt. Geht es auch etwas genauer? Berge gibt es hier schließlich eine ganze Menge. Dieser Gregor wollte mir einen Boten schicken, den ich heute Abend treffen soll. Der Treffpunkt ist der See, den du hier unten siehst und der sich auf dem Weg zu Onas Hof befindet. Um 20 Uhr sollte ich mich mit dem Boten treffen. Gut, und wer bekommt das dritte Bild? Das dritte Bild geht an den Schwarzmagier Zordian, der sich in der Stadt Korenis aufhält. Oh, war ja auch noch mit Schwarzmagiern macht er Geschäfte. Mit den Köpfen, das fand ich ja lustig, so von wegen nachher irgendwelche, sag schon hier, Phantombilder oder Steckbriefe. Wie bitte? Du machst mit einem Schwarzmagier Geschäfte? Jetzt schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Diese Schwarzmagier will ja schließlich nur ein Bild von mir kaufen. Das wird ja wohl nicht so schlimm sein, oder? Wer weiß, wenn ein Schwarzmagier so wild hinter einem Bild her ist, dann muss was faul an der Sache sein. Was heißt hier wild hinterher sein? Der Mann kam mit ein paar Orks und Orksöldnern zufällig vorbei und... Moment, die kamen einfach so vorbei und haben dich weder getötet noch versklavt? Aha. Wie du siehst. Naja, zuerst schieben sie alle mit gezogenen Waffen auf mich los und fragten mich drohend, wer ich bin. Aber als ich ihnen sagte, dass ich ein ganz harmloser Maler sei, steckten sie ihre Waffen wieder ein. Sehr gütig. Hey, einfach so oder was? Naja, so in etwa. Der Schwarzmagier sah das Bild des Fremden, das ich gerade am Malen war, und fragte mich, wer der Mann auf dem Bild ist. Ich sagte ihm, dass dies der geheimnisvolle Fremde sei, der gegen die Drachen von Korenis gekämpft hat. Daraufhin befahl der Magier seinen Leuten, mich in Ruhe zu lassen. Mir aber sagte er, dass er das Bild unbedingt haben müsse, wenn es fertig wäre. Was sagst du da? Dieser Fremde hat gegen Drachen gekämpft? Das glaubst du ja selbst nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich daran glaube. Ich habe dem Magier nur das erzählt, was ich wieder von anderen Leuten gehört habe. Mehr nicht. Was hat der Schwarzmagier dann gesagt? Nicht mehr viel. Der Magier sagte nur noch, dass er Zordian heiße und der oberste Schwarzmagier von Korenis sei. Wenn ich das Bild fertig hätte, soll ich es nach Korenis bringen. Die Wachen würden mich dann ungehindert passieren lassen. Aha, so sieht das also aus. Na schön, wenn du meinst. Aber wie kommt man ungeschoren in die Stadt hinein? Bevor ich überhaupt ein Wort sprechen kann, haben doch die Orks aus mir Hackfleisch gemacht. Du hast recht. Irgendwas war da doch noch. Aber klar doch, natürlich. Ich sollte irgendetwas erhalten, das mich vor den Orks schützt. Und was? Ja.
Tut mir leid, habe ich leider vergessen. Irgendein Zeichen. Aber welches? Weißt du zumindest, von wem du dieses Zeichen erhalten solltest? Von einem Boten des Schwarzmagiers. Den Namen habe ich aber leider vergessen. Auch weiß ich leider nicht mehr, wo ich diesen Boten treffen sollte. Na toll, du scheinst ja ganz schön vergesslich zu sein. Erlaub mal, ich bin Künstler. Da muss ich an wichtigere Dinge denken, als mich mit irgendeinem Unbekannten zu treffen. Na schön. Wie soll ich aber dann bitteschön deinen Auftrag ausführen? Tja, keine Ahnung. Aber weißt du was? Suche jetzt mal die anderen Käufer auf. Vielleicht fällt mir ja später ein, was der Schwarzmagier mit mir ausgemacht hatte. Hier hast du schon mal die 3 Bilder. Viel Glück bei deinem Verkauf. Ja, das ist doch für die nächste Folge mal eine Aufgabe, wenn wir die Bilder uns mal angucken und weiterverkaufen. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen. Gebt mir ein Abo, gebt mir einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Ihr wisst ja Bescheid. Malerstaffel ein. Ich sage Tschüss.